Willkommen zurück. Wie soll ich anfangen? Hochverschuldet haben wir uns jetzt auch eine BGA gekauft. Wie gesagt, der Schuldenberg, bam, sehr, sehr hoch. Wie soll ich anfangen? Der Hof steht. Der Hof ist gebaut. Ich habe das dann doch offline gemacht, um in Ruhe das zu machen. Ich habe ihn schon ein bisschen eingerichtet. Es wird nicht in dieser Folge, aber wahrscheinlich in der nächsten eine Führung geben. Auch mit dem lieben Fanggamer, der das dann auch zum ersten Mal alles sieht. Wir sind hoch verschuldet. Wir schulden dem Fanggamer pro Jahr 24.000 für den Kredit. Insgesamt haben wir 3 Millionen Kredit. Ja. Ja. Ja und ja. Der Plan ist ganz klar. Ernten, 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 was geht. Ja. Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen. Wir brauchen dadurch natürlich auch ein bisschen einen Strategieplan. Natürlich werden die Schulden, die empfangen, immer zuerst gedeckt. Dann werden... Schaut, dass wir ein bisschen aus diesen Leasing-Sachen rauskommen. Ich habe nämlich gemerkt, das Hof einräumen war ein teures Monat. Also da haben wir ja alle Geräte benutzt quasi. Über 100.000 waren das, was wir da gezahlt haben an Leasingkosten für alles. Wie gesagt, ich sehe das ja selbst. Ich kann nicht einmal Helfer einstellen, weil wir noch bei 4.000 sind. Die BGA läuft schon. Wir holen jetzt Silage noch. Das füllen wir jetzt alles auf die BGA. Denn die Kühe, glaube ich, sind versorgt. Mit den Kühen erkläre ich ja dann auch nochmal. Ja, wir haben 47.000 Mischrationen. Sind noch bald geschlechtsreif. Das heißt, dann fängt die Reproduktion an. Das kriegen wir dann alles schon hin. Zudem haben wir einen Auftrag bekommen vom lieben Fanggamer. Bäume abmurksen bei ihm. Also Holzfällertätigkeiten. Das werden wir natürlich auch machen. Das werden wir auch machen. Das werden wir so nebenbei immer zwischendurch reinschieben. Da die Ballen schon geholt. Ja, habe ich. Zwar 17, 209, 21. Da liegen auch welche auf jeden Fall. Da liegen noch welche. Okay, aber da habe ich anscheinend auch schon abgeholt welche. Was ja an und für sich immer noch kein Problem ist.
2-1 liegt noch was. Sind, glaube ich, gleich im Plus. Und wenn wir im Plus sind, werden wir den Helfer da drüben anschalten. Okay, das, da liegen auch noch Ballen drüben. Passt. Stopp. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen was rumliegen. Ja, da hat er noch 105, also. Sehr schön. Den Modder haben wir jetzt noch nicht gekauft übrigens, weil ja, ich mich mal für die BGA entschieden habe und wir eh erst anfangen müssen, Milch zu produzieren. Ja. Bevor das nicht anläuft, brauchen wir auch keine Molkerei. Ja. Die wird aber auch ein Zwischenziel, sag ich jetzt mal, zwischen Schulden abbauen, die noch zu holen. Perfekt.
So. Das kommt jetzt alles auch noch auf die BGA. BGA muss Geld machen. Schleunigst. So. So fahren wir jetzt entlang. Und dann macht er gleich. Soll da gleich wirklich hakeln. Ein bisschen Ernte haben wir noch. Wir müssen. Ich weiß nicht, ob wir Saatgut kaufen müssen, aber. Wir müssen dann anfangen zum Gruben ein bisschen und zum Ansehen. Ja, den Wald einer Witte wollten wir eigentlich auch machen. Da ein bisschen dauern. Schon. So.
Okay, na das ist der Hof dann. Den zeige ich euch jetzt nämlich noch nicht. Machen wir das anders. So, wir müssen jetzt einschalten. So, dale. So, jetzt haben wir's. Na gut, dann enden wir die Folge. Dann warten wir in der nächsten, bis zur Fangnehmer kommt. Sag noch einmal zu und ciao.